Und ja, es gibt jetzt immer mehr Schwachstellen, immer mehr aktive Angreifer, die ausnutzen. Und da wird es, denke ich, noch in den nächsten Jahren eher noch immer ein größerer Bereich werden. Ich bin der Sebastian und ich bin IT-Sicherheitsberater bei der USDAG. Am Ende bin ich Pentester. Ich sage immer, wenn ich es erklären muss, wir sind gute Hacker, greifen andere an und kriegen dafür Geld. Das ist grob gesagt einfach eine Schwachstellenanalyse. Das heißt, wir schauen uns Systeme, Applikationen an von anderen Firmen, greifen aktiv an, schauen, ob es da Schwachstellen gibt und melden die dann und helfen dann dem Kunden beim Beheben dieser Schwachstellen. Ja, es ist so ein bisschen der technische Bereich der USD. Es ist Pentesting, Scanning, forensische Untersuchungen. Ich glaube, die Workshops sind auch noch da eingegliedert. Und ja, alles, was am Ende technisch ist, das ist so im Hero Lab oder nennen wir Hero Lab. Einfach eine gewisse Neugierde und Lust, sich neue Themen einzuarbeiten und immer ein bisschen so den Entdeckertrieb, Schwachstellen zu finden, würde ich sagen. Ja, da habe ich doch jetzt im Winter weniger Fahrradfahren, viel und Tanzen. Standard-Latein. Also Walzer, Wiener Walzer, Jive, Tango, Cha-Cha-Cha. Bis zum obersten Chef sind es, glaube ich, nur 2, 3 Ebenen. Man kann mit jedem offen reden, egal wem. Ist mit jedem eigentlich, mit vielen auch direkt befreundet, auch privat, mit jedem per Du. Kommt einfach gern zur Arbeit. Und Projekte machen Spaß.